Jo Freunde und werte Zuschauer da draußen, ihr seht richtig und habt richtig gelesen, bei Müller ist gerade Sale und wir haben zugeschlagen. Und zwar haben wir bei Müller eine Aktion, die ist vor 2 Tagen gestartet. Am 22.10. bis zum 29.10. geht die Aktion. Das bedeutet, ihr habt eine Woche Zeit, euch was bei Müller zu gönnen. Und wie ihr wisst, gibt es auch Pokémon-Produkte sowie Pokémon-Karten. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen mal, was wir hier so Tolles uns geholt haben mit 20%, weil 20% sind meiner Meinung nach nicht ohne. Wir fangen an mit der wunderschönen Poster-Kollektion. Die haben wir uns einmal gesnackt. Also bedeutet, ich habe hier Pokémon 1 und 1 Produkte kaufen können. Und wir haben uns eine zweite gegönnt. Das waren somit die fast einzigen Artikel, die sie noch da hatten. Und zu guter Letzt seht ihr richtig, wir haben hier eine wunderschöne Relaxo ETB bzw. Top Trainer Box von 151 gekauft. Und das Coole ist, wir haben hier eine Menge Geld gespart. Denn 20% sind meiner Meinung nach, wenn man sich ein bisschen mehr holt, auf jeden Fall spürbar. Das bedeutet, wir haben hier statt 100 Euro, haben wir hier 78 bezahlt. Das bedeutet, wir haben hier über 20 Euro gespart bei den ganzen Produkten, die es bei Müller gab, meine Freunde. Das waren die einzigsten Produkte, die sie da hatten von 151. Davon hatten sie auch mehr als genug. Ich wollte nicht alles wegkaufen, aber sie hatten leider keine Binder-Kollektion, auch keine Ultra-Premium-Kollektion von dem Set. Hätte ich sehr, sehr gerne geholt. Die fehlt mir nämlich noch. Vorbestellt ist sie, aber bis jetzt kam sie leider noch nicht an. Ja, die deutschen Produkte sind da leider rar gesät, immer noch. Bis auf die Poster-Kollektion und wie gesagt, die Top-Trainer-Box. Ich würde sagen, wir öffnen für dieses Video auch noch hier eine Poster-Kollektion. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich sehr. Ich bin mal gespannt, was wir hier aus diesen 3 schönen Boostern ziehen können. Und wie gesagt, überlegt euch 20%. Ihr habt noch 5 Tage Zeit. Würde sich definitiv lohnen, mal vorbeizuschauen. Vielleicht findet ihr noch andere coole Produkte. Wie gesagt, bei Müller ist immer alles Mögliche dabei. Aber ich hatte Glück und konnte mir wenigstens 151 Produkte holen. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Wie gesagt, ist ein tolles Set. Macht mega Spaß zum Öffnen. Und deshalb würde ich sagen, schnacken wir nicht lang und gehen direkt mal zum Opening über. Dann würde ich mal sagen, packen wir das gute Ding mal aus. Es ist ja, wie schon bereits erwähnt, die sogenannte Poster-Kollektion. Wir haben hier die 3 Kanto-Starter, Shigi, Bisasam und Glumanda als Promokarten und 3 Booster sowie ein Poster mit bei. Ich finde, diese 3 Promokarten sind einfach sehr, sehr schön. Auch mit dem Galaxy voll richtig cool gemacht. Kann man auf jeden Fall machen, gerade wenn man 20% sich noch gespart hat, dann schmeckt das Produkt sogar noch besser. Weil wir haben hier wirklich nur 5 Euro pro Booster bezahlt und das ist schon fast der günstigste Preis, den man pro Booster hier zahlen kann bei 151, was ja ein sogenanntes Holiday- und Sonderset ist. Die Poster habe ich euch schon gezeigt, die Vorder- und Rückseite ist auf jeden Fall ein cooles Nebenprodukt. Aber ich will hier die Booster endlich aufmachen und wie ihr wisst und die natürlich mich hier supporten und den Kanal abonniert haben und jedes Video natürlich auch liken, um den Algorithmus zu pushen. Und vielleicht hast du auch Lust, gerade als Zuschauer, der neu ist, hier zu kommentieren und mir gerne seine Erfahrungen zu teilen, wie er so bis jetzt 151 findet. Würde mich interessieren. Und wir haben leider außer eine Holo Ditto und eine Galaxy Foil Pflanzenenergie gezogen. Immerhin ist für mich auch ein kleiner Hit. Habe ich sogar, glaube ich, noch gar nicht. Ich würde mich auch sehr freuen, mit dir darüber zu diskutieren und auszutauschen. Wie ihr wisst, habe ich ja bis jetzt noch nicht so viel Glück gehabt, was die Pull Rate angeht. Teilweise war die richtig gut, teilweise richtig unterirdisch. Und ich bin mal gespannt, ob wir endlich mal ein sogenanntes God Pack ziehen. Aber es ist leider schon der Reverse Slot. Nein, leider nicht. Wir haben wieder eine Holo-Hit und zwar Chimera. Schade, das zweite Booster war jetzt auch nicht so Weltklasse, aber vielleicht haben wir ja Glück und das letzte Booster gönnt uns. Wie ihr wisst, habe ich öfters mal ja so einen Zufall erlebt, dass es gerade das letzte Booster ja noch einen coolen Hit parat hatte. Ich bin mal gespannt, was das letzte Booster so für uns bereithält. Und was ich sehe schon, es ist leider ein Amoroso Holo-Hit und hier haben wir die Codekarte für euch.
Schade, wir haben leider aus drei Boostern jetzt nichts Weltbewegendes gezogen. Ist natürlich nicht so schlecht, aber wir haben auf jeden Fall einen Rabatt bekommen. Das ist doch schon mal richtig nice.